wie berechne ich mit Hilfe der Godin'schen Regeln das Volumen eines Rotationskörpers? Wir haben hier eben abgebildet einen Stahlflansch, zumindest einen durchgeschnittenen Stahlflansch. Godin sagt ja, dass die Profilfläche eines Rotationskörpers eben das Volumen erzeugt. Und das Volumen ist quasi das Produkt aus der Profilfläche und dem Schwerpunktsweg, den eben diese Profilfläche bei einer Drehung um ihre Symmetrieachse zurücklegt. Hier haben wir eben die Flächen oder die Profilflächen. Wir können das Ganze ja schön einteilen, dann können wir dann eben die Schwerpunkte relativ einfach bestimmen. Zum einen können wir ja sagen, ich habe hier eine Fläche. Und zum anderen hier oben natürlich ebenfalls eine Rechteckfläche, wo ich ja den Schwerpunkt relativ schnell bestimmen kann. Als Ganzes betrachtet ist eben diese Querschnittsfläche, die hier entsteht durch einen Schnitt, diese dreht sich einmal jetzt um die Symmetrieachse und dadurch entsteht eben das Volumen dieses Rotationskörpers. Hier eben Fläche A1 und Fläche A2 mit den jeweiligen Schwerpunkten bei einem Rechteck genau in der Mitte. Und ich brauche jetzt nur noch eigentlich, da ja das Volumen nichts anderes ist wie die Summe aller Flächen, die sich eben einmal mit ihrem Schwerpunktsweg um die Symmetrieachse bewegen, die Formel für das Volumen laut Godin eben anschreiben. Das ist dann 2π mal der Summe aller Flächen eben, mal ihren Schwerpunktsweg. Und sehe hier schon, wenn ich das Volumen berechne, brauche ich auf jeden Fall die Einzelflächen, wie wir sie eben definiert haben, und deren Schwerpunktsabstände. Das heißt, hier wäre es natürlich vom Vorteil, wenn ich zunächst die Fläche A1, dann eben den Schwerpunkt der Fläche A1 oder den Schwerpunktsabstand zur Symmetrieachse eben bestimme, dann im nächsten Schritt A2 und X2 ebenfalls bestimme. Und kann das Ganze relativ schnell berechnen. Die Fläche von meiner Fläche A1 hier ist eben 15 mal diesen Abstand. Dieser Abstand ergibt sich ja aus die 75 mm des Radius oder des Abstandes zu meiner Symmetrieachse, beziehungsweise die 125 minus die 75, das ist ja genau 50. Und 15 mal 50 dann ist eben genau 750. Als Fläche, und der Abstand hier ergibt sich ja, bis hierher haben wir gesagt, ist 75, das Ganze ist 50 lang und die Hälfte, also der Schwerpunkt liegt ja genau in der Hälfte, also liegt der von hier entfernt 25, wenn das Ganze 50 lang ist, liegt der Schwerpunkt genau bei 25, diese 25 bis hier, also 25 bis hierher und die 75 ergibt dann natürlich genau 100 als Abstand oder als Schwerpunktsabstand der Fläche 1. Somit sage ich, das ist genau 100 mm in dem Fall. Hier oben haben wir, wenn wir es vervollständigen, natürlich Quadratmillimeter für die Fläche und hier ist Abstand eben Millimeter. Das gleiche jetzt für die Fläche A2. Die Fläche A2 ergibt sich ja 87 minus 75, ist natürlich genau 12 für diesen Abstand, mal eben der Höhe hier. Und die Höhe ist als Gesamthöhe 65 minus die 15, also 50 mal 12 haben wir als Fläche dann eben genau 600 Quadratmillimeter. Und für den Abstand ebenfalls hier, wir haben als Abstand dieser Kante bis zur Symmetrieachse eben 75 und müssen dann noch eben hier den halben Weg dieser Länge nehmen. Und die Länge hier war ja 12, also 6 plus 75 ergibt natürlich genau als Abstand 81 mm. Und brauche jetzt eigentlich nur noch diese Werte einsetzen in meiner Formel. Fürs Volumen laut Godin ist natürlich 2π mal eben der Summe aller Flächen also, und ihrer Abstände, also A1 mal X1 plus eben A2 mal X2. Und in weiterer Folge dann eben 2π mal 750, der Abstand war 100 mm. Plus eben 600 mal 81 und erhalte dann, wenn ich das Ganze ausrechne, eben ein Volumen von 776
1602 Kubikmillimeter und kann das Ganze dann für weitere Berechnungen, wenn ich zum Beispiel das Gewicht oder die Masse ausrechnen möchte von diesem Teil, gleich in Kubikmeter umformen. Das ist ja nichts anderes wie 0,7766 mal 10 hoch minus 3 Kubikmeter eben.